Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Geschichtsunterricht gestalten. Diesmal zu einem ganz zentralen Thema, nämlich Urteilsbildung im Geschichtsunterricht. Dazu möchte ich Ihnen in diesem Video zwei wesentliche Modelle vorstellen, etwas erklären und einige grundlegende Aspekte von Urteilsbildung, wie sozusagen Urteilsbildung im Geschichtsunterricht zu verstehen ist und wie sie funktionieren soll. Zunächst einmal die einleitende Frage, warum müssen wir beurteilen? Da gibt es zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, Geschichte umgibt uns, Geschichte ist allgegenwärtig. Wir begegnen tagtäglich historischen Deutungen und Interpretationen, sei es in historischen Spielfilmen, sei es in Zeitungsartikeln, sei es in Instagram-Stories, sei es in YouTube-Videos. Wo auch immer, wenn historische Gegenstände betroffen sind, sind wir immer in Bereichen von Deutungen, die ganz alltäglich sind. Und da möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler eben befähigen, ja auch so begründete Abwägungen vorzunehmen, warum sie denn eine bestimmte Deutung jetzt zustimmen oder ablehnen, sich dazu äußern. Dahinter steht die Grunderkenntnis, dass Geschichte immer konstruiert ist. Wir können Geschichte, verstanden als die Erzählung von Vergangenheit, immer nur als Deutung denken. Und damit muss ich aber auch solche, ja, also die methodischen Dinge, die methodischen Fähigkeiten bereitstellen, solche Deutungen überhaupt dekonstruieren zu können. Also wie mache ich das eigentlich? Wie gehe ich da vor? Und das hat einen wissenschaftsdeutschen Charakter, der natürlich sozusagen in der Schule von hoher Relevanz ist. Und insofern ist das sozusagen eine, ja, wenn man so will, innere Begründung, warum Urteilen von hoher Relevanz ist im Geschichtsunterricht. Ich muss es ist allgegenwärtig und ich muss üben, wie ich es denn überhaupt betreibe. Ich hatte gesagt, ich stelle Ihnen zwei Modelle vor. Das erste Modell ist gewissermaßen ein Klassiker von K.S. Seismann, die Differenzierung von Sachanalyse, Sachurteil und Werturteil als wesentlichen Bestandteilen und erfolgreicher Urteilsbildung. Dieses Modell ist von 1978 und wie gesagt, differenziert also diese drei Schritte, diese drei Ebenen. Bin ich zurückgesprungen. Zunächst mal die Analyse, wo es also darum geht, den Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, genauer zu erfassen, was die zeitlichen Strukturen angeht, was die Verhältnisse angeht, in denen dieser inhaltliche Gegenstand eingebettet ist, was Prozesse sind, die im Hintergrund stehen und was aber sozusagen auch meinetwegen typische Sachen sein mögen oder untypische Sachen für diesen Gegenstand, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das Sachurteil ist dann der nächste Bestandteil. Jetzt beurteile ich meinen historischen Gegenstand, den ich betrachtet habe, den ich zuvor analysiert habe, beurteile ich jetzt im Hinblick auf bestimmte Kategorien. Man zählt hier einige auf. Wer hat Vorteile, wer hat Nachteile zeitlich gesehen? Stehen Mittel und Zweck in Relation zueinander? Wie ist es mit dem Verhältnis von Freiheit und Zwang in der im Zustandekommen dieses Gegenstandes, dieser Sache, die ich da betrachte? Und weitere Dinge. Und der dritte Schritt ist dann das sogenannte Werturteil. Da ist jetzt eben die Krone des Urteils sozusagen erreicht, wenn ich jetzt diesen historischen Gegenstand auch noch beurteile vor dem Hintergrund von eigenen Wertmaßstäben und eigenen Wertvorstellungen und damit jetzt eben so tatsächlich dann eben das Urteil vollziehe. Bei Jaismann ist das sozusagen dieses so ein Stufenmodell, was dann eben zu dem Werturteil gewissermaßen aufsteigt. Und das ist in praktischer Hinsicht manchmal mit Schwierigkeiten verbunden, wenn also diese strikte Abfolge, Analyse, Sachurteil, Werturteil Schwierigkeiten bereitet. Aber dazu noch in einem anderen Video. An dieser Stelle zunächst mal einfach die kurze Darstellung, wie ist dieses Modell da strukturiert. Ich versuche das noch ein paar Stellen ein bisschen detaillierter zu machen. Nochmal zurück zur Sachanalyse. Die Sachanalyse ist eine Teiloperation dieser Urteilsbildung, bei der im Rahmen des Erkenntnisinteresses dann eben relevante Dinge analysiert werden und auf ihren Informationsgehalt hin abgeklopft werden. Entscheidend ist hier die Sache, ich brauche ein Erkenntnisinteresse, ich brauche also wieder eine Leitfrage. Ohne Leitfrage geht in Geschichte gar nichts. Und erst diese Leitfrage schließt mir unter einem bestimmten Blickwinkel eben die Informationen, erschließt mir die Informationen, die mich hier an diesem historischen Gegenstand interessieren. Die Sachanalyse erfolgt anhand von Quellen und Darstellungen. Das mag jetzt zunächst banal erscheinen.
Und die Sachanalyse bedarf historischen Hintergrundwissens. Ich kann eine Quelle nicht in einem Kontext einordnen, in einem Kontext auch sozusagen verstehen oder gucken, inwiefern der Kontext ein Verständnis beeinflusst, wenn ich eben nichts weiß über den Kontext. Deshalb muss ich ein Wissen haben über Epochen, über bestimmte historische Entwicklungen, die eine Rolle spielen, über Ereignisse, die stattgefunden haben, um diese Quellen eben entsprechend auch verstehen zu können, weil sie natürlich auch in einem zeitlichen Kontext entstanden sind. Um das machen zu können, bedarf ich ja so der methodischen Sicherheit in Analyseverfahren. Also wie erschließe ich mir eine Quelle? Wie gehe ich denn nun vor, wenn ich in einer Quelle etwas gefunden habe, was auf ein historisches Ereignis hinweist? Wie kann ich mich informieren? Wie kann ich das in Bezug zueinander setzen? Wie kann ich mir denn eine sozusagen Öffentlichkeitscharakter einer Quelle erschließen? Woran kann ich das erkennen? All das sind Verfahrens- oder methodische Fragen, die Schüler und Schüler aber, oder nicht nur Schüler und Schüler, sondern die man eigentlich beherrschen muss, um eigenständig zu einem fundierten Urteil zu kommen. Denn ich muss überhaupt meinen Gegenstand erstmal in der Lage sein, sagen, zu begreifen. Ein letzter Schritt bei der Sachanalyse ganz wichtig: die Quellen, die bereitgestellt werden, und manchmal auch die Darstellungen, die sollten unterschiedliche Perspektiven bieten. Dann müssen eigentlich unterschiedliche Perspektiven bieten, um so die sogenannte Multiperspektivität sicherzustellen. Und dazu komme ich jetzt im nächsten Schritt. Multiperspektivität ist eine Konkretion eines didaktischen Prinzips, was grundlegend ist für Geschichte, nämlich das Prinzip der Perspektivität. Wir hatten es eingangs schon gesagt, Geschichte sind immer Deutungen und Deutungen sind immer aus Perspektiven. Geschichte ist also im Grunde genommen immer nur aus einer Perspektive wahrnehmbar. Und wenn ich Geschichte umfassend untersuchen und begreifen möchte, muss ich also versuchen, möglichst viele dieser verschiedenen Wahrnehmungen in den Blick zu nehmen. Und auf der Ebene der betroffenen Beteiligten spricht man dann eben von der Multiperspektivität. Multiperspektivität heißt nicht, ich nehme jetzt einfach nur drei Quellen. Ich mache mal das Beispiel der Französischen Revolution. Ich nehme jetzt einfach drei adlige Quellen, die aber halbwegs das Gleiche sagen oder die gleiche Perspektive einnehmen, sondern ich muss die Vielfalt der sozialen Standorte beachten. Das hieße, Beispiel der Französischen Revolution, ich müsste Quellenmaterialien haben, die mir eine Betrachtungsweise aus Sicht des dritten Standes, meinetwegen aus Sicht von betroffenen Bauern, ermöglichen, auch vielleicht welche aus von welche der aufklärenden Reformgedanken her, eine Quelle, die den klassischen Adligen darstellt, vielleicht auch eine Quelle, die die Perspektive des Königs aufreißt. Und erst dann sehe ich eben, dass auch zeitgenössisch schon sehr viele Sichtweisen auf Ereignisse, auf Sachverhalte, auf Prozesse möglich waren. Das eben dann die Anforderungen an die Medien, die verwendet werden, unterschiedliche soziale Standorte abzubilden. Und jetzt muss ich ganz kurz zurückspringen, wenn ich eben auf der Folie gesprochen habe, die Quellenmaterialien, und ich hatte dann im Nebensatz gesagt, auch die Darstellungen sollten unterschiedliche Perspektiven bieten, ist das natürlich nicht Multiperspektivität, denn Multiperspektivität bezieht sich tatsächlich eben auf die Ebene der Quellen, auf die Ebene der historisch Beteiligten und Betroffenen. Also Multiperspektivität, Ebene der Quellen und nicht Ebene der Darstellungen. Da kommen wir gleich noch zu. Die zweite Stufe bei Jasmann ist dann das sogenannte Sachurteil. Diese nehmen jetzt die Ergebnisse dieser Analyse, was ich also rausbekommen habe über meine historischen Sachverhalte, und lege jetzt mein Erkenntnisinteresse, also meine Leitfrage, daran an und konstruiere einen Sinnzusammenhang, bringe das Ganze in eine sozusagen Erzählung und beurteile dann eben diese geschichtlichen Handlungen etc. Und zwar immer im Hinblick auf etwas. Ich beurteile im Hinblick auf bestimmte Motive. Ich beurteile im Hinblick auf die Ziele. Ist das sozusagen das in dieser historischen Phase angemessene Ziel gewesen? Ist es ein Ziel gewesen, das realistisch ist? War es eine realistische Annahme des Königs, dass die Generalstände ihm nochmal neue Steuern bewilligen? Oder ist das in dieser Situation überhaupt eigentlich eine irrige Annahme gewesen? Das wären sozusagen Fragen im Hinblick auf die Ziele, beurteile ich das Ganze dann. Ich brauche also immer eine Kategorie. Ein Sachurteil muss immer eine Kategorie haben. Ganz pragmatisch heißt das also, ich kann eigentlich keinen Arbeitsauftrag stellen, der heißt, beurteilen Sie, sondern muss eigentlich immer sagen, beurteilen Sie im Hinblick auf. Beurteilen Sie und berücksichtigen dabei besonders
Also allein an solchen sprachlichen Formulierungen mag man schon merken, ist das jetzt eigentlich ein Urteil, was tatsächlich offen, was tatsächlich eine Kategorie hat, in der hier ein Urteil gefällt werden soll. Es gibt ein paar weitere Qualitätskennzeichen. Zunächst mal muss ein Sachurteil stimmig und plausibel sein. Ich gehe jetzt nicht alle Kästchen hier einzeln durch, aber eben es muss sozusagen umfassend sein, es sollte auch sozusagen der Logik gehorchen, also kann sozusagen innere Widersprüche, deutliche Widersprüche aufweisen. Es sollte auch verständlich und nachvollziehbar formuliert sein, das sind ganz banale Sachen, ich muss eben belegen, was ich da meine, ich muss konkrete historische Ereignisse anführen. Es muss einen sachgerechten und zutreffenden historischen Gehalt haben. Das heißt, für den Unterricht gesprochen, ich muss sozusagen die zur Verfügung stehenden Informationsmaterialien, das sind natürlich immer nur ausgewählte, die sollte ich aber im Idealfall auch sämtlich einbeziehen. Das ist ein Idealfall, aber das ist zumindest der Anspruch. Ich sollte auch möglichst viele der darin enthaltenen Informationen in meinem Sachurteil berücksichtigen und die gegeneinander abwägen. Dann ist ganz wichtig, ist das Vetorecht der Quellen. Also ein gutes Sachurteil kann nicht im Widerspruch zu übereinstimmenden, ganz wichtig, essentiellen Aussagen von Quellen und Darstellungen stehen. Das sind wir zwar theoretisch immer im Recht der Möglichkeit, weil es natürlich immer ganz anders gewesen sein könnte, aber ja, ich sag mal, die communis opinio ist dann doch irgendwo etwas, insbesondere und besonders das Vetorecht der Quellen, etwas, was einfach in Geschichte von zentraler Relevanz ist. Und eben ganz wichtig, ich habe das eben schon gesagt, es sollte eben den Sachverhalt aus mehreren Perspektiven fassen und dann spricht man von sozusagen einer Sachgerechtigkeit, einer empirischen Triftigkeit, also das überzeugt auch von den sozusagen Belegen, von den Nachweisen her, was hier erzählt wird. Ein Urteil sollte auch immer reflexiv sein. Also zunächst mal ganz entscheidend, sich der eigenen Perspektivität bewusst sein. Ich habe eine eigene Perspektive und aus der komme ich auch nur bedingt raus. Und man sollte eben jetzt in einem Urteil auch diese zugrunde liegende Urteilskategorie und die Kriterien und die Indikatoren also offenlegen. Also an welcher sagen, Fragestellung beurteile ich das Ganze? Was sind denn meine konkreten Hinweise, die ich jetzt dahingehend deute, dass eine bestimmte Kategorie erfüllt ist oder nicht. Ein gutes Sachurteil setzt sich auch mit anderen Urteilen auseinander, und zwar argumentativ und guckt, was davon kann ich übernehmen, wo widerspreche ich vielleicht. Und ein Sachurteil ist dann sozusagen, letztlich kann es dann immer nur abwägend sein, zwischen unterschiedlichen Positionen. Und ein gutes Urteil sollte auch in der Lage sein, Modifikationen zuzulassen, also nochmal festzustellen in der Auseinandersetzung mit anderen Urteilen, dass das eigene Urteil an bestimmten Punkten vielleicht modifiziert oder gar revidiert werden muss. Und da macht sich schon deutlich, dass das Urteil letztlich immer als Prozess zu denken ist. Also ein abgeschlossenes Urteil ist eigentlich kaum denkbar. Wir können sozusagen einen Urteilsprozess an einer bestimmten Stelle im Unterricht dann sozusagen unterbrechen. Aber Urteil ist ein Prozess und das kann eben ganz pragmatisch auch die Folge haben, dass man sagt, es gibt im Rahmen einer Unterrichtsreihe einfach mehrere Momente, in denen Urteile formuliert werden, die dann aber immer wieder nochmal in einen weiteren Schritten mit weiteren Informationen überprüft, vielleicht revidiert werden, bevor man dann zum Ende einer Unterrichtsreihe zu einem grundlegenderen Urteil kommt. Dann gibt es das Werturteil. Diese sagen, ja, dritte Ebene, und jetzt greife ich hier direkt so den schwarz markierten Satz raus, die historischen Werturteile beziehen sich auf die Gegenwart des Urteilenden. Auf die zum Urteilszeitpunkt, also wenn ich ein Werturteil abgebe, zu meiner umgebenden Zeit anerkannten und präferierten Normen und Werte. Das heißt, ich lege diesem Urteil jetzt nicht mehr Kategorien wie, naja, ist das zeitgenössisch zweckmäßig gewesen zugrunde, sondern eben die Frage, ist es nach heutigen Maßstäben denn eben auch gut gewesen, das zu machen? Oder ist es so dem Anspruch der Menschenwürde gerecht geworden, was zum damaligen Zeitpunkt gemacht wird? Dafür brauche ich anerkannte Wertmaßstäbe, um ein solches Werturteil fällen zu können. Also nicht Kategorien wie im Sachurteil, sondern jetzt hier sagen Wertmaßstäbe. Auch die haben ja Qualitätskennzeichen. Die Stimmigkeit, die Plausibilität und die Reflexivität sind eigentlich die gleichen Ansprüche, die auch an das Sachurteil gestellt werden. Deshalb lasse ich hier an dieser Stelle etwas zur Seite und gucke ein bisschen auf die Wertgerechtigkeit, die normative Triftigkeit.
Ein gutes Werturteil legt offen, welche Werte und Normen liegen denn meinem Urteil zugrunde. Also, ich finde, dass die Hinrichtung des Königs im Verlauf der Französischen Revolution nicht dem auch zeitgenössisch kurz vorher formulierten Anspruch der Menschenrechte entspricht. Und deshalb ist das aus heutiger Sicht eine Handlung, die abzulehnen ist. So. Ein Werturteil beruht qua Definitionem, da kommen wir gleich noch drauf, auf Normen, deren Realisierung Urteilspluralismus zulässt. Also es müssen Wertmaßstäbe sein, die grundsätzlich aber möglich werden lassen, zu verschiedenen Urteilen zu kommen. Gleichzeitig dürfen diese Urteile aber, auch das ist so gewissermaßen eine Vorgabe des Verständnisses eines Werturteils in unserem Zusammenhang, dürfen Urteile nicht im Widerspruch zu fundamentalen Werten stehen, wie eben Menschenrechten, Freiheit und Demokratie. Auf das Problem komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Und das Werturteil muss auch sozusagen Unterschiede zwischen zeitgenössischen und gegenwärtigen Wertsystemen beachten und deutlich werden lassen. Und wenn Sie all das zusammennehmen, dann merken Sie, dass dieser Prozess der Analyse des Sachurteils und des Werturteils, dass der hochanspruchsvoll ist. Das ist keine Sache, die man mal eben in einer Stunde macht, sondern das ist eine Sache, die langfristig angelegt ist, die also mittelfristig im Rahmen einer Unterrichtsreihe angelegt wird, auf einen konkreten Gegenstand hin, die aber letztlich langfristig angelegt wird von der Klasse 5 im jeweiligen Eingangsunterricht bis hin zu den Abiturstufen. Wobei man eben jetzt nicht den Fehler machen darf zu sagen, naja, also richtig, also urteilen können die eigentlich erst, wenn sie in der Oberstufe sind, sondern das Ziel muss natürlich sein, ihnen auch in unteren Klassen immer wieder Fragen zu geben und Möglichkeiten zu geben, auch diesen Urteilsansprüchen zumindest in Teilen gerecht zu werden. Das ist tatsächlich die Herausforderung. Aber das Ganze ist ein Prozess und sicherlich nicht einfach mal eben in einer Stunde zu machen. Sie werden auch gemerkt haben, ein wesentlicher Bestandteil von Urteilsbildung ist Reflektieren. Das ist ein Kennzeichen von Urteilsbildung. Ich muss mir der eigenen Perspektivität bewusst sein. Nicht nur der eigenen Perspektivität, was eigene Werte angeht beim Werturteil, sondern auch der Perspektivität, dass ich vielleicht mit bestimmten Vorannahmen und sei es beschränktem Vorwissen auf einen historischen Sachverhalt gucke und dementsprechend eben ein bestimmtes Sachurteil fälle, was ich vielleicht mit anderen Informationen, anderen Materialien nicht gefällt hätte. Und dann muss ich eben aus dieser Perspektivität heraus, aus dieser Erkenntnis der Perspektivität heraus, auch zwischen verschiedenen denkbaren Beurteilungen abwägen. Weiteres Kennzeichen, wo diese Reflexion deutlich wird, ist eben so die Wertgerechtigkeit. Ich muss eben tatsächlich diese zugrunde liegenden Werte und Normen dem Diskurs offenlegen. Also das ist beim Werturteil die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, wann immer sie ein Werturteil fällen, auch deutlich zu machen, was ist denn der Maßstab? Das kann ja ein einfacher Satz sein. Das kann ja sagen, ich nehme, versuche das jetzt mal für kleine Schüler, jüngere Schülerinnen und Schüler zu machen. Wenn man die römische Heeresversammlung beurteilt, bei der letztlich die oberen Klassen abgestimmt haben und irgendwann war Schluss mit der Abstimmung, weil genügend Stimmen zusammenkamen und Frauen gar nicht dabei waren, und dann sagt eine Schülerin, ich finde das aber ungerecht, weil bei uns ja heute jeder eine Stimme hat. Dann habe ich in einer sehr einfachen Form, das kann man auch nochmal aufgreifen, hat sie aber sozusagen ihren Wertmaßstab deutlich gemacht, nämlich heutige Vorstellungen von Gleichberechtigung. Das aber kann ich dann sozusagen reflektieren, aber eben dann sagen, ja, das ist jetzt gut, weil du eben gesagt hast, was ist denn dein Maßstab, beziehungsweise wenn das eben nicht kommt, muss ich immer an dieser Stelle jedenfalls fragen und sagen, ja, warum ist das denn für dich ungerecht? Warum ist das im Vergleich zu heute für dich ungerecht? Also, Gewichtungen, Wertvorstellungen innerhalb von Urteilen müssen offengelegt werden, müssen diskutiert werden. Das gehört zum Urteilsprozess dazu. Ich muss die Kontroversität in der Arbeit mit bestehenden Urteilen erkennen und die Pluralität von Schülerstandpunkten. Und damit habe ich zwei Begriffe genannt, die ich jetzt noch ein bisschen erklären möchte, weil die an dieser Stelle von hoher Relevanz sind. Wir hatten eben das Prinzip der Multiperspektivität oder die Multiperspektivität als Konkretisierung des Prinzips der Perspektivität für die Ebene der Miterlebenden. Und genauso ist Perspektivität Vielfalt denkbar auf der Ebene der Deutungen der später betrachtenden Urteilenden. Ganz einfach formuliert, es gibt eben verschiedene
Historikerbeurteilung eines Sachverhaltes, obwohl die professionell gesehen eigentlich auf demselben Stand desselben Materials sind. Es gibt verschiedene Auffassungen darüber, wer die Verantwortung in der Juli-Krise trägt, obwohl man cum grano salis sagen kann, dass die urteilenden professionellen Historikerinnen und Historiker die gleiche Informationsbasis haben. Das heißt, die später Betrachtenden, die später Urteilenden haben auch wiederum verschiedene Perspektiven, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Positionen. Und das deutlich zu machen, das ist eben die Konkretion dieses Prinzips der Perspektivität auf dieser Ebene und das ist eben die Kontroversität. Es geht also darum, die Vielfalt der Positionen und Intentionen und die daraus resultierenden Interpretationen historischer Sachverhalte deutlich werden zu lassen. Historiker A hat einen bestimmten fachlichen Hintergrund und urteilt deshalb so, während Historikerin B eine bestimmte Prägung hat und dann vielleicht stärker in diese Richtung arbeitet. Wie kann ich das machen? Das sind natürlich Medien im Geschichtsunterricht, die ich einsetzen kann oder muss, um Kontroversität festzustellen und zu beurteilen, mit nachträglichem Darstellungscharakter. Ja? Also Darstellungstexte, Gemälde, Statistiken, Filme, Karten, Videos, all das sind Dinge, die Darstellungen von Geschichte sind und an denen ich natürlich solche Interpretationen dann erkennen und dann gegebenenfalls eben auch gegenüberstellen und vergleichen kann. Wenn ich das tue, auf der Ebene der Quellen, multiperspektivisch, auf der Ebene der Darstellung und Deutung kontrovers, dann erreiche ich im Idealfall, dass sich auch bei meinen Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedliche Orientierungen und Positionen ergeben, die diese zu Sachverhalten in der Geschichte haben. Und dass das so ist, dass es eben jetzt eine Vielzahl von auch sozusagen aktuellen Wahrnehmungen und Beurteilungen geben kann, das deutlich zu machen, das ist das Prinzip der Perspektivität auf der Ebene der aktuellen Orientierung, Wertvorstellung und da sind wir beim Begriff der Pluralität. Auch das ist sozusagen eine Aufgabe von Geschichtsunterricht, zu reflektieren und deutlich werden zu lassen, ja, ihr habt verschiedene Standpunkte, ihr habt verschiedene Meinungen und manchmal muss man verschiedene Meinungen auch einfach nebeneinander stehen lassen, konkurrierend meinetwegen auch. Aber das ist immer die Voraussetzung, ihr habt verschiedene Meinungen, die aber methodisch auf dem Wege, wie die Urteile zustande gekommen sind, alle methodisch sauber und ordentlich gelaufen sind. Das ist die Voraussetzung. Deshalb muss ich eben über diesen Urteilsprozess, über diese Vorgehensweise klar haben, damit ich tatsächlich auch zu Urteilen kommen kann, wo ich dann sagen kann, ja, hier stehen begründet plurale verschiedene Urteile nebeneinander. Medienmaterialien, mit denen ich das machen kann, sind vor allem Dinge, an denen natürlich sagen, moderne Orientierungen, Wertvorstellungen sichtbar werden. Das können Interviewausschnitte sein von Schülerinnen und Schülern bei irgendeiner Straßenbefragung. Das kann auch ein aktueller Zeitungsartikel sein, wenn es eben geht, sich jetzt darum tatsächlich selber zu dieser Sache dann eben zu positionieren, wenn in diesem Zeitungsartikel beispielsweise eine andere Position dargestellt ist. Das Werturteil oder insbesondere das Werturteil bringt aber Herausforderungen mit sich, insbesondere zwei, und zwar zu einem, was immer Schwierigkeiten bedeutet, ist die Abgrenzung von Sachurteil und Werturteil. Und das ist eine Abgrenzung, die nicht nur im Unterricht schwierig ist, die nicht nur Referendar oder Referendarin immer schwierig fällt in der Planung, sondern die tatsächlich auch nicht mit allerletzter Konsequenz in der Literatur ausdiskutiert ist. Ein Beispiel, wenn ich die bewerte, wenn ich die römische Verfassung bewerte, aufgrund zeitgenössischer Wertvorstellungen, also die gehen als politische Einheit, das Denken in Klientelen. Wenn ich das als Kategorie nehme, anhand derer ich jetzt sage, inwiefern entspricht denn die römische Verfassung solchen Werten und Vorstellungen? Inwiefern nimmt sie sie auf? Inwiefern gibt sie ihnen Raum? Dann beurteile ich diese aufgrund zeitgenössischer Wertvorstellungen. Und jetzt gibt es also zwei unterschiedliche Positionen. Frank Hoffmann, auf den ich ja sozusagen mich zuerst berufen habe, sagt an dieser Stelle, die Argumentation verbleibt im historischen Zusammenhang. Und damit auf der Ebene der Sachurteilsbildung. Also eine solche Bewertung wäre für Frank Hoffmann eine Bewertung in einem Sachurteil, weil es auf der historischen Ebene bleibt. Weimel Völkel sieht das ein bisschen anders. Sie formuliert, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte stellt zwar einen Wendepunkt in unserem geschichtskulturellen Raum dar, allein ihre Existenz berechtigt jedoch nicht daran, die Handlungen von Menschen aller Zeiten und Räume unreflektiert daran zu messen und zu bewerten.
Ich darf also sagen, Werte nicht immer nur vor dem Hintergrund sehen, okay, wir haben jetzt Menschenrechtserklärung und letztlich muss ich alles daran messen, sondern sie sagt, nein, ich muss auch die Wertvorstellungen der Menschen ernst nehmen. Und sie nimmt da tatsächlich den Begriff des historischen Werturteils und differenziert insofern das Werturteil nochmal vom historischen Werturteil. Eine Zuweisung, wie gesagt, die Frau Hoffmann ganz ziemlich eindeutig im Bereich des Sachurteils machen würde. Und da merkt man, also so hundertprozentig abgeschlossen ist diese Begriffsbildung auch in der Literatur nicht. Und man muss sich einfach immer wieder klar machen oder zumindest offenlegen, mit welchen Begrifflichkeiten oder aufgrund welchen Verständnisses operiere ich denn hier an dieser Stelle. Die zweite Schwierigkeit ist die Wertebasis des Werturteils, das wir abgeben. Ich hatte es eben gesagt, unser Werturteil hat den Anspruch, oder ein Werturteil muss auf Normen beruhen, deren Realisierung Urteilspluralismus zulässt. Also man muss auch zu verschiedenen Urteilen kommen dürfen. Soweit in Ordnung. Dann gibt es einen zweiten Anspruch, den das Werturteil als solches hat, nämlich nicht in Widerspruch zu fundamentalen Werten wie Humanität, Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit und Demokratie zu stehen. Also sich an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu orientieren. Und damit tritt jetzt etwas auf. Wir urteilen auf der Basis eines spezifischen und definierten Wertesystems, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dieses Wertesystem lässt verschiedene Urteile zu, aber in Grenzen. Es gibt eine Grenze, nämlich wenn ein Urteil nicht mehr auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefällt wird oder damit übereinstimmt. Dann kann das qua Definition eben kein gelungenes Werturteil mehr sein. Und wenn man das jetzt so in Leistung übersetzt, dann ist das eben auch nicht mehr gut zu bewerten. Dann muss man das als mangelhaft oder ungenügend bewerten. Vielleicht etwas konkret. Ich kann in einem Geschichtsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich nicht am Ende einer Stunde zu der Beurteilung kommen, dass die DDR alles in allem doch das bessere System gewesen sei. Weil das System der DDR nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entspricht und ein Urteil auf Grundlage dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung eigentlich immer nur zu dem Ziel führen kann, nein, die DDR ist nicht das bessere System gewesen. Wenn ich also jetzt ein Urteil stehen lasse, oder ein Urteil abgebe, oder eine Schülerin oder ein Schüler ein Urteil abgibt, das lautet, die DDR ist das bessere System, dann urteilt sie nicht mehr auf Basis, also dann urteilt sie gemessen am Maßstab der freiheitlich-demokratischen Grundordnung falsch. Und dann bin ich, wenn ich jetzt in Bewertungszusammenhängen bin, gerate ich auf einmal in Bereiche, wo es schwierig wird. Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler dazu, sagen, breit abwägen, sich zu informieren, zu urteilen, Perspektiven einzunehmen, plurale Positionen wahrzunehmen und selber zu vertreten. Aber das hat Grenzen, dieses System. Nicola Brauch bringt das ganz gut auf den Punkt. Sie spricht nämlich von Gesinnungsunterricht in demokratischem Gewand. Das ist zugespitzt, das ist ein bisschen polemisch, aber ich glaube, es macht das Problem ganz deutlich. Der Reiz für den Unterricht kann darin bestehen, das zu thematisieren. Genau deutlich zu machen, auch wir in unserem freiheitlichen demokratischen System haben eben ja, sozusagen Grenzen, in denen Urteile gefällt werden können. Und das ist eine spannende Diskussion. Ich mache das immer wieder mit Schülerinnen und Schülern, vornehmlich sicherlich in der Oberstufe. Und das bringt immer interessante Diskussionen und bei den Schülerinnen und Schülern auch deutliche Erkenntnisse zutage über den Umstand, dass eben auch unser freiheitliches Denken letztlich auf Systemvorstellungen beruft. Und spannend wird es eben immer, wenn man diese Grenzen dieses Systems geht. Das an dieser Stelle, also zwei Herausforderungen, die insbesondere mit dem Werturteil verbunden sind und die man einfach in der Planung auch berücksichtigen sollte. Das zweite Modell, was ich Ihnen vorstellen möchte, das Modell von Kaiser und Hagemann, das kommt aus der eigentlich aus der Politikdidaktik, war auch nicht ganz unumstritten. Ich persönlich finde es als Modell durchaus hilfreich, um zu überprüfen, inwiefern habe ich eigentlich in meinen Unterrichtsplanungen alles Mögliche berücksichtigt oder sehr viele Dinge berücksichtigt. Dieses Modell unterscheidet sagen vier ja, Bereiche, Kategorien, wie man es nennen will, die miteinander in Bezug stehen, die Betrachtungsebenen, Kategorien, Kriterien und Perspektiven. Und
Das Modell soll eben so die Fähigkeit zeigen oder fördern, historisch-politische Sachverhalte auf der Sachebene wie auf der Wertebene zu beurteilen, mithilfe eben dieser vier Ebenen. Ich versuche das ein bisschen zu erläutern, was ist damit gemeint. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wenn ich also die Leitfrage habe, auch dieses Modell geht immer von einer Leitfrage aus, ist Auschwitz ein angemessener Erinnerungsort für den Holocaust? Dann gibt es zunächst also die in dem Modell von Kaiser und Hagemann die Betrachtungsebene, nämlich die Frage, für welchen Bereich von Gesellschaft ist meine Untersuchung eigentlich gültig? Das wäre zum Beispiel hier die Betrachtungsebene der Erinnerung oder der Geschichtskultur. Für diesen Bereich kann ich mit dem, was ich gleich in Kategorien habe, Aussagen treffen, für andere Bereiche nicht. Dann muss ich mir Gedanken darüber machen, welche Kategorie lege ich denn also? Im Hinblick auf was wird hier eigentlich beurteilt? Und hier wäre das zum Beispiel, ist Auschwitz geeignet, ein angemessener Erinnerungsort, zum Beispiel als Symbol für den Holocaust benutzt zu werden? Also geht das überhaupt? Und jetzt muss ich mir überlegen, wenn das mal eine Kategorie ist, also ist das sozusagen symbolhaft, dann brauche ich dafür Kriterien. Woran erkenne ich denn, dass etwas symbolhaft ist? Und jetzt kann man sich zum Beispiel überlegen, angemessen ist Symbolkraft, wenn der Lagerkomplex Auschwitz, das System der Massenvernichtung, entweder in typischer Form oder in besonders prägnanter Weise erkennbar macht. Das könnte ich eben hier als Kriterien für die Kategorie Symbol definieren. Und jetzt muss ich aber noch konkreter werden, denn jetzt muss ich mich fragen, welche konkreten historischen Sachverhalte kann ich denn als Belege für die Erfüllung oder Nichterfüllung dieser Kriterien jetzt anführen? Also ich brauche sozusagen jetzt Indikatoren, die jetzt das füllen, ob ich jetzt typisch oder prägnant bin mit diesem Lagerkomplex. Und jetzt hier mag das Beispiel sein, Auschwitz war eben zu Anfang nicht als Vernichtungslager geplant, sondern als normales Konzentrationslager geplant. Insofern mag es typisch sein. Im Laufe der Zeit erhielt es dann aber planungsmäßig wie faktisch immer mehr den Charakter eines Vernichtungslagers und spiegelt damit Radikalisierung und der Verfolgung und Vernichtung wider. Das mag eben jetzt auch wieder etwas Prägnantes sein hier. Und das Lager Auschwitz ist das am besten dokumentierte Konzentrationslager, wodurch es eben besonders präsent ist, besonders prägnant ist. Aber es gibt eben auch Vernichtungslager an anderen Orten. Das könnte ja den Anspruch, Auschwitz-Symbol zu sein, relativieren. Also ich habe hier so verschiedene Indikatoren, verschiedene historische Sachverhalte, die ich jetzt anführen kann, um meine Kriterien, ist das jetzt überhaupt symbolisch, prägnant und typisch, zu füllen. Dann muss ich mich noch fragen, nach dem Modell von Kaiser Hagemann, welche Perspektiven, da sind wir wieder bei der Perspektivität, werden denn hier sichtbar? Jetzt habe ich hier beispielhaft genommen, aus Sicht der Nachgeborenen könnte Auschwitz also symbolischen Charakter besitzen. Es könnte aber auch bedeuten, dass ein ehemaliger Insasse eines anderen Konzentrationslagers seine eigenen Erfahrungen auf einmal relativiert sieht, nach dem Motto, ja, du warst ja nicht in Auschwitz, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Das ist etwas, wo man eben jetzt in dieser Planung auch immer noch mal nachdenken muss, welche Perspektiven zu dieser Frage, ist Auschwitz ein angemessener Erinnerungsort, lasse ich eben deutlich werden. Da könnte eben eine Perspektive sein eines Lagerinsassen, der anderswo, weil der sagt, naja, wenn sich aber alles auf Auschwitz fokussiert, das kann eigentlich nicht sein. Als alleiniger Erinnerungsort ist es eben vielleicht nicht angemessen, sondern es muss nach wie vor auch andere Orte geben, deren Schreckenscharakter durch Auschwitz nicht in Frage gestellt wird. Wenn ich das so mache, also diese verschiedenen Ebenen und diese verschiedenen Aspekte in meiner Planung berücksichtige, mich das frage, dann kann ich nachher diese Matrix zum Beispiel so ausfüllen und kann jetzt eben ja sehen, habe ich diese verschiedenen Aspekte eben tatsächlich berücksichtigt. Und wenn ich sie berücksichtigt habe, das fördert sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass das Urteil, was gefällt wird, tatsächlich auch sozusagen sehr umfassend und ausgewogen ist, etc. ist. Da sind wir letztlich wieder bei den Qualitätskriterien, die ich auch an anderer Stelle schon ausgeführt hatte. Wie gesagt, das ist ein anderes Modell, aber ich finde es sozusagen für die Überprüfung von Unterrichtsplanung, ist mir eigentlich klar, welche Dinge ich berücksichtigt habe und wo ich vielleicht noch Lücken habe. Dafür finde ich es ein doch sehr hilfreiches Modell. Jetzt bleibt ein bisschen die Frage, jetzt gehe ich nochmal gerade eine Folie zurück, wo bekommt man hier für diese Kategorien, wo bekommt man die her? Das Modell, sagte ich eben, kommt aus der Politikdidaktik und da gibt es im Wesentlichen zwei große Kategorien, die immer angelegt werden, die Frage nach der Effizienz und Legitimität. Diese beiden Kategorien sind da gewissermaßen fachimmanent immer vorgesehen, immer vorgegeben.
Das haben wir in Geschichte so nicht. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen fragen, wo kriegen wir Kategorien her? Und da kann es tatsächlich hilfreich sein, auf die Übersicht von Geismann zu gucken, die gerade schon kurz eingeblendet war. Denn insbesondere bei seiner sozusagen Darstellung des Sachurteils finden sich ja schon einige ja, Kategorien, Fragen, die man anlegen kann. Also ne, nach welchem, zu welchem Vorteil und zu welchem Nachteil laufen hier historische Sachverhalte, stimmen Zwecke und Mittel überein, war das sozusagen effizient, um bestimmte Ziele zu erreichen und solche Sachen. Also da kann tatsächlich also der Blick in das andere Modell ganz hilfreich sein, um pragmatisch auch an Kategorien zu kommen, nach denen man sozusagen dann das Kaiser-Hagemannsche Modell für seine eigenen Dinge nutzen kann. Ich habe mal versucht, diese hier Kategorien beispielhaft zu nehmen, um daraus Urteilsfragen zu entwickeln. Also eine Frage, die zum Beispiel die Kategorie des Vor- und Nachteils in den Blick nimmt, wäre die Bauernbefreiung Freiheit für den preußischen Landmann. Also ist das denn tatsächlich ein Vorteil, den die Bauernbefreiung für die preußischen Bauern bringt? Die Relation von Zweck und Mittel, neue Märkte, neue Waren, war der Kolonialismus erfolgreich? Dann muss man natürlich dann, wie gesagt, die Relation von Zweck und Mittel, mit welchen Mitteln wurde hier etwas erreicht, kann man überhaupt von Erfolgen sprechen? Das sind hier Dinge, die an der Kategorie Relation gemessen werden. Kategorie Interessen und Ideologie, kein Menschenrecht für den König, Fragezeichen, die Diskussion um die Hinrichtung Ludwig des 16. 1793. Also welche sagen, Interessen spielen denn eben eine Rolle und ist gemessen am Anspruch der, ich sage mal, Ideologie der Menschenrechte, ist denn das Handeln da überhaupt gerechtfertigt? Die Freiheit und Bedingtheit des Handelns, also welche Freiheiten, welche Bedingungen hatten denn historisch gesehen Akteure? Es war doch befohlen, Wehrmachtsverbrechen als Befehlsnotstand, Fragezeichen. Ist denn die Freiheit hier gegeben oder sind die Bedingungen hier so eng gewesen, dass ich die Freiheit des Verweigerns gar nicht hatte? Analogie kann ein Mittel des Sachurteils sein, die Analogie so der Vergleich, neue Farbe, gleiches System, Ideologie und Staatsstruktur des Dritten Reiches und der DDR im Vergleich. Ist das analog, ist es nicht analog, das wäre sozusagen die Kategorie, die nachher angelegt wird. Die Folgen als ein Maßstab der Beurteilung, 1848, die halbe Revolution, Fragezeichen. Ich gucke mir sozusagen an, nach 1848, was sind denn die Folgen, da so ganz funktioniert das nicht. Kann ich eben jetzt von einer halben Revolution sprechen, wenn ich die Folgen eben als den Maßstab nehme? Und schließlich sondern sind Theorien als Erklärungs- und Beurteilungsmodelle geeignet. Ein Beispiel durchaus klassisch, die Sonderwegsthese, wäre das jetzt ein geeignetes Erklärungsmodell für deutsche Geschichte? Das also ja, Beispiele, wie man eben aus diesen Geismannschen Kategorien Urteilsfragen hier generieren kann. Ich habe das jetzt hier für die Sachurteilsfragen gemacht. Ja, ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen Überblick gegeben hat zu Aspekten und auch Schwierigkeiten der Urteilsbildung im Geschichtsunterricht. Es war jetzt ein etwas längeres Video, das liegt aber, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach an der Bedeutung des Gegenstandes.